Ja, die Begriffe wurden ja alle schon genannt. Die DLRG Friedberg Bad Nauheim gibt es seit 1948 und wir haben inzwischen fast 1100 Mitglieder und sind damit die größte DLRG in Gesamtmittelhessen, also in den Landkreisen Gießen, Wetterau und Vogelsberg. Und wie im Quiz schon drin war, wir fangen an mit Prävention, also den ganzen Schwimmkursen, erstmal schwimmen zu lernen, Jugendschwimmabzeichen bis Gold, natürlich ein Breitensportprogramm, einfach schwimmen als Bewegung, auch nochmal extra als Frauenschwimmen und als Jedermannschwimmen und ganz stark natürlich auch der Einsatzbereich, der obendrauf aufbaut auf dem, was im Rettungsschwimmen passiert. Dort sind wir im Katastrophenschutz, waren jetzt auch zuletzt in Bayern im Katastrophenschutzeinsatz. Wer mehr wissen will, kann gleich entweder sich hier vorne einen Flyer abholen oder hinten hinter die Toilette, hinter das Café Rund. Dort haben wir unseren Stand und alle Infos nochmal und auch ein kleines Entenangeln für die Kinder. So, Bärbel, willst du dein Mikrofon wieder haben? Ich hab doch eines. Ja, danke. Vielen Dank, ihr Rot-Gelben, für euren Einsatz, euren unermüdlichen Einsatz. Die sind immer zu Gange, wenn es irgendwo nass wird, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss nur gerade so denken, am Donnerstag hatten wir Repair-Café. Der Philipp, der da hinten steht, auf einmal schmeißt er sein Zeug alles in seine Kiste, rennt davon. Wir haben nur noch den Schweif hinten nachgesehen. Ich muss zum Einsatz. Also ich glaube, das ist der Spruch, den die DLRG ganz oft macht. Ja, und Bärbel, du hast ja vorhin gesagt, du kannst nicht wirklich gut schwimmen. Und dann dachte ich mir, du musst das doch mal dem Rest deiner Familie nachtun und auch noch bei uns Mitglied werden. Ja, Familienmitgliedschaft geht nicht mehr, die Tochter ist schon 18, aber hier findest du noch mal alles, inklusive den Link zu unserem Mitgliedsantrag. Ja, toll. Ja, super, vielen Dank, vielen Dank. Wird mir gleich eingekascht hier, ne?